habe mich 6 Wochen vor der WM verletzt. Und in so einer Situation wird das Umfeld noch wichtiger. Und was mir einen riesengroßen Halt gegeben hat, ist meine Family. Ja, ich glaube, Familie hat immer natürlich eine riesige Bedeutung, oder? Klar. Aber wenn man jetzt so eine Verletzung hat und selber niedergeschlagen ist oder oft Momente hat, wo man heimkommt und eben vielleicht das Training nicht gut war, die Reha-Phase läuft nicht so gut oder es stockt ein bisschen so, dann ist es natürlich extrem wichtig, eben die Kiddies nehmen einem dann komplett aus dem Alltag raus. Meine Frau hat mich sehr unterstützt in dieser Phase auch. Ja, die Kids sind auf jeden Fall gute Mentalcoaches, ja, weil sie einfach, ja, sie sind so frei und irgendwie man kommt heim und was man gerade als eigenes Thema hat, zählt einfach in dem Moment einfach gar nicht mehr. Und das ist extrem schön. Sie nehmen dich komplett aus deinem eigenen Alltag, aus deinen vielleicht eben auch Problemen raus, aus deinen Schwierigkeiten, die du gerade erlebst. Und du konzentrierst dich dann auch nur auf sie und kommst in eine ganz andere Welt hinein. Und das hilft enorm. Ja, das hat sehr viele Momente gegeben, die extrem motivierend waren von Family-Seite aus. Also, so Kleinigkeiten ist, wenn eine Tochter dir eine Zeichnung macht, wo sie dich als Goalie zeichnet zum Beispiel, oder probiert, und wie du auf dem Platz stehst, oder sie sagt dir, hey Papi, du wirst bald wieder fit, oder sie pustet an den Knöchel und sagt, dass das schnell wieder gut kommt und so. Das sind alles so Momente, die extrem gut tun und ja, natürlich extrem motivierend sind. Klar ist das auch dann ein Thema, das ich mit meiner Frau natürlich bespreche. Und sehr oft natürlich auch, weil es ist ja auch ein Thema, das mich in dieser Phase sehr beschäftigt hat. Werde ich fit? Wie fühlt sich der Fuß an? Sie sieht mich ja daheim dann auch, wenn ich Stege drauf laufe, wie ich sie drauf laufe. Und natürlich bespricht man das und redet auch über Zweifel und man redet über Situationen in der Reha-Phase. Ist es gut gelaufen, ist es nicht gut gelaufen? Und auch klar hat sie sich natürlich extrem gewünscht, dass das funktioniert und dass es am Schluss dass der Fuß hebt für eine Weltmeisterschaft. Das ist ja das Schöne daran, gerade wenn man jetzt als Sportler tätig ist. Aber auch, sie wertet halt nicht. Also, auch wenn sie im Stadion sind und ein Spiel schauen und der Papi spielt nicht gut, das ist ihnen gleich. Sondern sie freut sich, den Papi zu sehen. Und wenn man dann heimkommt und man hat auch mal eine schlechte Leistung gebracht, dann nimmt einem das komplett raus, weil man merkt auf einmal so, hey, es ist in dem Moment gerade nicht wichtig. Bei meinem Comeback hat mir mein Umfeld, meine Family, meine Freunde extrem geholfen, dass ich es zum Schluss geschafft habe. Schaff auch du dir ein Umfeld, das dich zu 100% unterstützt.